Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf dem Squad-Kanal. Heute gibt es das erste Totti-Video und zwar machen wir ein Totti-Footdrop-Battle. Mit dabei ist Heisen. Hey Leute, was geht ab? Willkommen auf unserem Team-Kanal. Ja, Mann, wir haben uns echt was Geiles überlegt, nämlich heute machen wir ein Draft-Battle. Der Gewinner muss ein höheres Rating haben, aber eins ganz besonders zählt heute. Was zählt heute, Tim? Jeder Totti, den man bekommt, gibt einen Extrapunkt, also sozusagen ein Totti, der dann rauskommen wird. Wir haben 11 Tottis ausgesucht, beziehungsweise 12 mit dem 12. Mann, die zählen und die sind jetzt auch einmal eingeblendet. Und ja, ich würde sagen, wir gehen rein, oder? Schreibt mal noch gerne in die Kommentare, was denkt ihr? Ist unsere Totti-Prediction richtig oder haben wir da jemanden vergessen? Ich bin gespannt, Freunde, wir gehen rein, oder? Bro, let's go! Ja, lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da, let's go! Okay. Meine Formationsauswahl kommt und ich habe nicht so gute Formation am Start, bin ich ehrlich. Wie sieht es bei dir aus? Ich gucke gerade noch mal ein bisschen das Prediction-Ding an. Also ich probiere was in der Nähe in der Formation zu suchen. Also das ist ungefähr wie folgt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Haaland habe, Freunde, und am Ende ein 120er Rating kriege, habe ich 121 Punkte bei 120 plus den einen Haaland. Das ist auch egal, ob der auf der Bank ist, auf der Reserve schimmelt oder sonst was. Totti Prediction gleich Totti Punkt. So. Ja, richtig. Perfekt erklärt, Digga. Muss ich nichts ergänzen. Bruder, okay, jahrelange Erfahrung. So, komm. So, ich... Boah, was ist das für Formation, Bro? Boah, ich habe keine gute Formation gewählt, aber... Junge, das kracht. Meine Kapitänauswahl kracht auch gerade ein bisschen. Ey, eigentlich müsste Harry Kane doch einen Totti bekommen, oder? Wahrscheinlich, Brudi, wahrscheinlich. Ich glaube, ich nehme ehrlich ihn hier mit. So, wir starten hier vorne. Gucken wir mal, was dir geht. Hoffentlich Kylian Mbappé. Nee. Ey, Undaf müsste doch einen Totti bekommen, oder nicht? Ich habe meinen ersten Totti. Totti. Haaland. Also, da müssen wir nicht drum rumreden. Da kriegt safe einen Totti. Also, plus ja, ein Punkt schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht, bin ich ehrlich. Okay, hier muss ich jetzt gar nicht so lange warten. Ich brauche eine Icon. Oh mein Gott, ich krieg eine Icon, aber ich krieg auch Messi. Und jetzt ist die Frage, was mache ich? Nehme ich die Icon für die Chemie mit oder nehme ich die Messi mit? Ja, aber Bruder, Messi ist aus der amerikanischen Liga, den kriege ich halt niemals auf Chemie. Totti darfst du nicht skippen. Das heißt, ich krieg plus 1 Rating für Messi, aber minus 1 wegen der Chemie wahrscheinlich. Egal, ich nehme trotzdem Messi mit. Der muss rein. Okay, ich habe Messi auf Full Chemie. Doch nicht. Was? Ich dachte, jetzt reicht ein Argentiner. Aber es reicht nicht. Ich habe Stanisic gerade gezogen. Ich muss immer wieder am Denken, der muss sich doch dick verarscht fühlen. Wechsel von Bayern zu Bayern 04 Leverkusen, spielt er auf der Bank. Während er bei Bayern Stamm spielen könnte. Das ist echt unlucky, ey. Ja, weil alle verletzt sind. Nächster Totti! Wie? Wen? Hernandez. Also, er wird ja Totti sein, wahrscheinlich. Theo Hernandez. Ja, Lukas Hernandez, glaube ich. Richtig geil, Totti, Brudi. War für mich auch der beste Linksverteidiger. Ganz klares Ding. Ich könnte aber jetzt habe ich genau das gleiche Problem wie du. Ich könnte jetzt eine Hero-Karte mitnehmen für Chemie oder ich nehme Hernandez mit für als Totti. Ja, Hero ist ja quatschig. Würde ich ja Safe-Dings mitnehmen. Ich sag dir noch nicht, was ich genommen. Okay, ich nehme mal den Bruder mit. Gehen wir auf die LM-Position. Wieso? Ich habe noch kein Totti, Digga. Wieso kriegst du die ganze Zeit irgendwelche Totti-Karten? Ja, voll unfair. Eigentlich erst 1 und 2, also nicht so viel. Boah, Grimaldo gerade bekommen. Der müsste eigentlich auch einen Totti bekommen. Boah, ich hab... Okay, wenn ich den jetzt mitnehme, brauche ich nur noch einen Argentiner und dann habe ich Full Chemie auf den Jungs. Ich bin auf Chemie gerade gegangen, habe extra Rating geskippt. Okay. Loris letztes Jahr, ne? In der Premier League habe ich gesehen. Wohin geht der? Wechselt. Weg von den Spurs, also echt crazy. So, ja, wahrscheinlich Kane gegangen ist. Jetzt hat er die Hoffnung verloren, dass da was geht. Ja, aber Tottenham ist so gut wie noch nie. Weg. Weil er ist noch richtig gut aktuell. Ich habe echt keine geilen Karten bisher. Doch, also ich habe auch nicht krass Kraft, aber ich habe mich auf Chemie konzentriert und das sieht ganz gut aus bis jetzt. Nein. Obwohl, ja. Erinnert halt nichts daran, aber zumindest habe ich. Eder Militao, Winter Wildcard, Araujo. Als Dingensbummens. Ich nehme, glaube ich, Araujo mit, weil der jedem richtig viel Chemie gibt, weil diese Radioaktiv-Karten richtig viel geben, ne? Radioaktiv? Das ist ja bodenlos, Digga, radioaktiv. Was denn? Wird das nicht so ausgesprochen? Da müssen Radio hören, ne? Komm, hör mal auf. Radioaktiv, oder wie wird das denn ausgesprochen? Digga, ich weiß nicht. Radioactive würde ich sagen, aber radioaktiv ist auch cool.
Jude Bellingham. Ich könnte jetzt Cafu 92er Icon nehmen, aber ich nehme natürlich Totti. Dann hast du doch schon drei, oder nicht? Wer weiß, vielleicht habe ich ja einen nicht mitgenommen. Oder bodenlos, was ich für Karten die ganze Zeit bekomme. Was soll ich dir erzählen? Innenverteidiger Yashin, das ist 2,5 Millionen Coins wert. Ne? Den habe ich auf einem Zuschauer-Account gezogen, wo ich seinen Account verbessert habe. Geistkrank. Das ist echt heftig. So, ich habe schon ein super Rating. 90er Rating gehabt. Puskas jetzt auch wieder bekommen. Ey, warte mal. Skippt habe. Wie? Was für Rating? 90, du? Niemals. Ah, ich habe nicht Full Chemie. Bis jetzt noch nicht. 90 ist geisteskrank, hä? Was hast du denn? Nee. Oh, ich habe Mbappé, Johan Cruyff, Thunderstruck, Hulle, Thunderstruck und Saka auf einer Seite. Junge, was hast du für... Was spielst du da für einen Draft? Jetzt muss ich ja Mbappé mitnehmen. Jetzt habe ich schon meinen zweiten Totti oder vielleicht sogar meinen dritten, wer weiß. Ich kein Premier League Ich habe keinen Premier League Verteidiger. Nein, da muss ich wirklich so bauen. Okay, ich nehm Mbappé natürlich mit, Freunde. Tu den hier für Messi vielleicht rein? Nee, tu ich nicht. So. Cafu 92. Boah, da kommt Blitze durch die Karte durch. Den wollte ich auch zuerst nehmen, aber dann habe ich mich ja... Stones! Stones kriegt doch einen, oder nicht? Haben wir gesagt. Ja, Stones kriegt einen. Ich muss mich zwischen Cafu und Stones entscheiden. Ja, genau das gleiche Problem hatte ich auch. Ich muss mich zwischen Cafu und Bellingham entscheiden. Boah, das ist sehr schwer. Komm. Stones kann Rechtsverteidiger, Freunde. Aber wird er auf Full Chemie kommen? Ich glaube nicht. Boah, ich glaube, ich habe kein gutes Draft gebaut, Digga. Also ich habe letzten Mal waren immer 90er Rating, aber jetzt bodenlos. Sind drei Premier League und eine Icon Full Chemie? Engländer. Ja. Lüg nicht. Ja. Lüg nicht. Junge, du bist doch auch FIFA-YouTuber, du musst das so wissen. Ja, aber ich... Nee, sind die nicht. Ist er nicht. Lügner. Ich nehm, glaube ich, sogar Cafu mit. Also ich hätte mein Team sogar schon fertig. Ich glaube, ich krieg keine... Ehrlich? Ja, aber ich hatte kein Glück, leider. Also mein... Mann, ich will nicht, dass du es gewinnst, Digga. Dann gehst du mir schon auf den Sack die ganze Woche. Natürlich. Was denkst du? Und ich habe noch 4 Spieler. Oha. Einer macht richtig Mathematik daraus. Ja, aber mein Team steht eigentlich. Alles. Ich habe noch überlegt. Ich habe ja rechts als rechter Verteidiger und rechts im Mittelfeld bei mir wack, Digga, muss man ehrlich sagen. Schade, dass Modric oder Kroos keinen bekommt. City hat zu doll rasiert, ne? Stimmt. City hat zu doll rasiert. Auch De Bruyne mal ohne Totti ist eigentlich auch verrückt. Aber da war er lange verletzt. Zack. So, aber ich hätte Grealish auch ein Totti kriegen können, ne? So gut wie der dieses Jahr war eigentlich bei Champions League. Ja, chill. Er war wirklich krass, Bro. Er war krass im Saufen, ja. Ja. Gib den Turkey! Was war das nochmal? Fütter den Truter. Kennst du es nicht? Hä? Kennst du es nicht? I'm a Turkey. And the Turkey needs feeding. Was? The Turkey Thirsty oder so hat er gesagt. Der Truthahn ist durstig. Und dann wollte er gesagt, hast du nicht gesehen? Hilfe, Digga, muss ich mal zeigen. Okay. Ich habe jetzt mein Torwart. Zack. Mein Team ist fertig. Ich sortiere nochmal kurz durch. Wie viele Tottis habe ich jetzt? Ich hab ehrlich einen geskippt, ne? Ich habe Stones geskippt. Ich hoffe, das war die richtige Wahl. Aber mein Team ist auch fertig. Ich habe Full Chemie noch bekommen mit dem letzten Spieler. Okay. Und mehr geht auch nicht. Dann hol ich würde sagen, so mein Manager und dann vergleichen wir. Was ist er denn, Digga? Was eine Brille? Junge, wie sieht der denn aus? Okay, ich bin der Übersicht, Bro. Ich bin der Übersicht. Okay. Ultimate Draft Übersicht. Mbappé, Kroos, Yashin werden angezeigt. Bei dir? Haaland, Pelé und Rice. Boah, gut. 33 Chemie wird angezeigt. Bei dir? Bei mir auch. Rating? 88. Und 3 Tottis. Wie viel hast du? Wie viele Tottis hast du? 2. Ich habe einen geskippt. Nein, was laberst du? Ich habe einen geskippt, Bro. Ich habe 33 Chemie, 88er Bewertung. Und? 2 Tottis. Nein, wir haben unentschieden. Wir geben uns die Hand. Gib mir die Hand in die Kamera. Ich gebe dir die Hand, Bro. Ey, das gab's auch noch nicht auf diesem Kanal, dass wir mit einem Unentschieden hier heute rausgehen. Das ist crazy. 121 Bro. Rating hast du.
Ja, 121 und zwei Totties, also Messi und Mbappé. Ja, crazy, ey. Dann haben wir wirklich, ich hab Haaland und Bellingham. Uiuiui. Geil. Ah, ich hab geil, die bessere, eigentlich hab ich wegen Haaland 99. Und halt, nerv mal nicht. Was für Haaland 99? Mbappé. Mbappé kriegt eine 98. Guck dir die Grafik an, Freunde. Junge, Bluff, Junge. Hast du extra so gemacht. Ich hab mehr Icons als du, ich hab gewonnen. Ruhe. Lass, wie viele Icons hast du? 3. Ich hab auch 3. Geben wir uns auch die Hand. Okay. Lasst einen Daumen da auf unseren Teamkanal. Das war's von uns. Haut rein. Macht's gut. Und ciao. Das war's. Tschüss.